Oh mein Gott, ich habe was Historisches gefunden. Guck mal hier. So Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Und ihr könnt sehen, ich habe heute meine Fernbedienung mit und die ist aufgeladen. Ich habe hier schon mal das erste Signal. Da soll es nämlich sein. So, jetzt gucken wir mal zusammen, ob wir irgendwie was erkennen können. Ups, Moment. Da soll es sein. Und ich kann es schon ganz gut erkennen. Ich denke, ihr auch. Da habt ihr es so, von der Seite. Sieht ganz stark nach einer Münze aus. Und wir haben eine D-Mark. Ist das nicht schön? Ach, klasse. Guck mal, so kann das anfangen mit dem ersten Fund. Da. Eine deutsche Mark. So, und ich bin heute mit der Standardspule unterwegs. Ja, einfach halt aus dem Grund, weil hier so viele Signale kommen und dann kann ich das so ein bisschen besser einordnen. Also wünsche mir auf jeden Fall Glück. Ja, und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Zugucken. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wir haben auf jeden Fall schon mal die erste Münze. Das ist nicht schlecht. Ich gebe ein bisschen Gas, weil hinten sind auf jeden Fall ein paar Regenwolken zu sehen und ja, da habe ich keine Lust drauf. Also, wie ich sagen, starten wir mal durch. Wünsche mir Glück. Ich hoffe, wir finden endlich mal einen Ring oder Schmuck oder so. Also, bis gleich. So, und da haben wir doch schon mal das nächste Signal. Dann haben wir das Teil hier mal an. Ich wollte euch mal auch kurz zeigen, wie das eigentlich auf der Fernbedienung aussieht. Guck mal, ich habe jetzt den Pinpointer. Und somit kann ich halt auch sehen, wie nah ich bin halt, ne? Nicht schlecht, oder? Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, nächste Fundstück ist draußen und soll hier irgendwo rumschwirren. Ah, oh, da haben wir es. Okay, gut. Ein Pull-Tap. Das ist ja nicht so verwunderlich, oder? An der Badestelle. Ja, schade. Was soll's? Ist ja nicht so schlimm, ne? Das kann vorkommen. Ich muss sagen, ich komme also mit dem Spaten hier in manchen Stellen echt richtig gut rein. Das ist in Ordnung. Aber teilweise bekomme ich dann auch solche richtigen Brocken einfach, weil es halt einfach noch so gefroren ist. Guck mal, passt hier perfekt rein. So, und dann gehen wir weiter, ne? Ach ja, und übrigens, bevor ich es vergesse, ich habe es ja bisher schon einmal in dem Livestream angesprochen und erklärt, aber das guckt natürlich nicht jeder von euch. Und zwar ist ja, ich muss da wirklich sagen, was fürchterliches passiert. Irgendwer oder wie auch immer hat dafür gesorgt, dass meine Videos gelöscht wurden. Und zwar fast alle Sonnenvideos. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, habe mich tierisch darüber aufgeregt und ja, das Einzige, was ich halt mir denken kann, ist halt einfach, irgendwem hat es halt nicht so gefallen, dass vielleicht der Kanal gerade so aufblüht. Ich weiß es nicht. Aber nun denn, das ist halt so und ich mache halt einfach weiter, ich mache neue Videos und lasse mich deswegen halt nicht unterkriegen und dass man sich halt nicht wundert, wo sind die Videos und so weiter. Ich kann es euch nicht erklären, ich weiß es nicht. Es ist halt einfach so, ich find's schrecklich, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und 35 Folgen einfach alle weg. Ich habe kaum Sicherheitskopien davon gemacht und muss mal schauen, ob ich das ein oder andere Video dann halt wieder neu hochlade. Also nicht wundern, wenn ich ein Video neu hochlade, was ich schon mal auf meinem Kanal hatte, dann liegt es nicht daran, weil ich mir so denke, ich habe Langeweile, sondern es ist ja Sünde drum, wenn es einfach irgendwo auf einer Festplatte vergammelt und ihr das nicht sehen könnt. Und der eine oder andere hat vielleicht das eine oder andere Video vielleicht noch gar nicht gesehen. Ja, ist halt natürlich für den einen oder anderen ein bisschen doppelt gemobbelt, aber was willst du machen? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis für mich. Ich finde es halt einfach grauenhaft, aber es geht voran. Ich höre nicht auf und ich würde sagen, bis zum nächsten Fund. So, da könnt ihr schon mal die Wolken sehen. Das wird eine enge Nummer. Aber was soll's, ich habe hier das nächste Signal für euch. Da habt ihr es. Könnte auf jeden Fall eine Münze sein. Das wäre gut möglich. Und hier habe ich jetzt gerade wieder eine Stelle, wo ich gut graben kann. Umso weiter das vom Wasser weg ist, umso besser geht das hier gerade. Weiter vorne kann ich es vergessen, da ist es noch zu doll gefroren. Aber tja, da haben wir noch genug Fläche. Von wegen.
dass wir hier noch andere Stellen hier besondern, ne? Okay, komm. Machen wir es hier einmal live. Okay, ist noch drin. Weißt du was? Oh, ich nehme mal den Spaten hier nochmal. Rein da. Oh. Zack. Und auf geht's. Ich glaube, das ist hier, weil das irgendwie so ein bisschen vom, was ist schon, von der Erde, hier erkennt man das so ganz leicht. Seht hier, so ein bisschen verrostet. Ja, komm. Da, das geschulte Auge, ne? Da ist es. Kronkorken. Und zwar richtig abgegammelt. Ja. Das ist es, ja. Also merkt euch, wenn ihr irgendwo mal unterwegs seid oder ihr habt schon so diese Anzeichen von Rosten und so weiter, ja, dann könnt ihr schon fast sicher sein, das wird Eisen sein und nicht unbedingt Müll, aber hauptsächlich. Okay, bis zum nächsten. Und nun habe ich einmal für euch hier den nächsten Fund. Ist auf jeden Fall eine Münze und ihr könnt es vielleicht euch schon denken, das wird nichts Historisches sein, aber es ist 1 Cent und Münze ist Münze. Läuft. Zuerst kam das Signal ganz gut rein und als ich sie dann draußen hatte, hat man dann doch gemerkt, weil diese Centmünzen und so weiter, die platzen mit einer Zeit auf und dann kommt halt auch so ein bisschen Eisenton mit raus. Man ist dann nicht mehr so schön sauber. Aber gut. Habt ihr auf jeden Fall dann mal gehört. 1 Cent. Bis zum nächsten. So, und es geht weiter. Nächstes Signal. Wir schauen mal. Guck mal. Wir verwenden jetzt einfach mal auch das Display. Dann zeige ich euch das. Okay. Da haben wir es. Da soll es sein. Und es ist nur Aluminium. Obwohl der Leitwert eigentlich gar nicht so schlecht war. Schade drum. Aber so ist das halt, ne? Ach ja, und übrigens, bevor ich das vergesse, ich grüße auf jeden Fall mal die Janina von DTE. Habe ich bisher noch nie in den Videos gemacht. Also ein Ding, oder? Sponsor haben und so weiter und die noch nicht mal grüßen. Also, viele Grüße an Janina und ganz liebe Grüße auch an den Sondengänger und an den Lucky Treasure. Und das reicht erstmal mit Grüßen. Und ja, guckt auf jeden Fall bei den beiden auch mal schön rein, ne? Kann ich nur empfehlen. Ganz nette Leute. Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Aber was soll's. Wir graben einfach weiter. Bis zum nächsten, Leute. Oh mein Gott, ich habe was Historisches gefunden. Guck mal hier, mit dieser grünen Patina. Und es ist Kot. Oder irgendwas anderes. Oh, ekelhaft. Ein Quatsch. Kleiner Spaß am Rande. Das ist der nächste Fund. Ein Pull-Tab. Jiha. Aber was soll's. Weiter geht's, Leute. Außerdem habe ich heute wieder ein kleines Special am Ende des Videos. Also, bis zum nächsten. Moin, na? Wollen wir mal gucken, was drin ist? Da in dem Loch, beziehungsweise da im Boden. Ja. Komm, wir schauen mal zusammen. Bestimmt neugierig, oder? Für einen kleinen Jungen. Ah, so, guck mal. Pass mal auf. Siehst du da das Display? Ja. So, pass auf. Jetzt gucken wir mal zusammen. Hier, pass mal auf. So, da zeigt er mir an, von wegen, wo das halt dann drin liegen soll. Und hiermit kann ich dann ganz genau gucken, wo das liegt, weißt du? Siehst du? Und hier, siehst du, auf dem Display dann drauf, wie nah ich dann dran bin. So, mal schauen. Hast du mal was gefunden? Was sehen Sie denn? Was? Ja, das schon, ne? Einiges. Überraschendes? Ja, doch einiges. Von früher? Von ja. Und so. Hier jetzt noch nicht natürlich, ne? Das ist halt eine Badestelle. Hier sind ganz viele. Aber so an sich. Kronkorken und sowas. Ja, ne? Auch ein paar Münzen. Guck mal, jetzt soll es hier drin sein. Lass mal schauen. Ich habe Handschuhe an, sonst hätte ich gesagt, kannst du das gerne machen, aber Moment, wir haben es gleich. Da! Guck! Siehst du? Jetzt hast du einen Deckel gefunden. Naja, und manchmal hast du, wie gesagt, hier noch ein paar Münzen und ich so weiter. Ich habe deinen Namen drauf gesehen. Da habe ich
eine Stiftung. Ja, das stimmt, ja. Hier ist ein Name drauf, ja. Ja, und dann habe ich hier so einen Beutel, dass ich das auch immer gleich einpacke, weil ja, ja, so viel Müll rumliegt und so weiter. Manchmal ist ja auch irgendwie Scherben oder so, ne? Ja, ja, genau. So, und die packe ich dann auch gleich ein, ja, und weg damit, ne? Nö. Da wollte ich mal noch entfernt sind. Da hat jetzt ein Japaner so einen Meteoriten, ja, gefunden. Ja, ja, kann natürlich, also alles, was halt metallisch ist, ne? Das zeigt er halt an, ne? Und den Meteoriten, der wog, glaube ich, 15 Kilo. Ja. Den hat er mit nach Hause geschleppt. Ja? Und als Deck hingestellt. Ah, bis die Archäologen da dahinter, ja, kamen. Ja. Und dann haben sie den, ne? Echt? Und das hat einen unvorstellbaren Wert. Das ja, natürlich, der, ja. Klucken dann, ne? Ja, ist natürlich schon interessant, ne? Wenn, sag ich mal, was aus dem Weltraum mal kommt und so, ja, weiter. Welche Konsistenz und so weiter hat so ein Teil, ne? Ja, ja, ja. Muss man schauen. Guck mal, wir haben hier wieder ein Signal. Soll ich graben? Jo. Machen wir. So. Guck mal, ich kann auch immer hier nur so kleine Dinger machen. Nicht so groß, ne? So, das soll auf jeden Fall noch drin sein. Jetzt kann ich mit dem Gerät hier wieder gucken. Dann geht es weiter. Was ist natürlich interessant, dass es irgendwie auf dem Feld zu sein oder so. Ja, ja, ja. Ja, das kannst du ja von der Antike, also wenn man sowas findet. Ne? Ja, genau, das ist interessanter. Guck, ich kann es wieder sehen, ne? Da soll es drin sein. Mach ich hier noch einmal so. Da, guck, hier ist es. Da haben wir es. Kannst du mal sehen? Mhm. Siehst du es? Mhm. Willst du mal rausnehmen? Oder soll ich machen? Du. Ja? Okay. Da, guck mal. Das wird wahrscheinlich eine Münze sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder? Warte mal, muss ich mal gucken. Das hier? Was ist das? Oder auch nicht? Nee? Warte. Ah, ich habe schon gerade eben gehört, weil es so rund war, dass man... Oh, das ist noch drin. Nee, da ist es. Oh, ich habe mich vertan, tut mir leid. Da, doch, trotzdem eine Münze. Da, guck. Da ist sie drin. Ja. Siehst du? Mhm. Plus, da ist keine Zahl mehr drin. Ja, warte hier. Eine D-Mark ist das. Eine D-Mark? Eine D-Mark. Oh. Ja. Der liegt schon ein paar Jahre hier. Das liegt schon ein paar Jährchen dann hier, ne? Ja. Von 2003, ne? Ja, das hier ist 1982. Geil. Ja, cool, dann, ne? Max, was? Was? Ja, über 30 Jahre. Da kann man hier reich werden, hier, du. Ja, so ist das, ne? Läuft, ja, ne, und das ist halt so ein kleines Hobby, ne? Jo. Kannst du ein bisschen entspannen, bist an der frischen Luft, ne? Jo, jo. Und manchmal findest du was halt, ne? Gerade eben, ich habe so viel Müll weggeräumt, ne? Ich habe bestimmt 30 von diesen hier Dosen, halt diese Abziehflaschen, ne? Jo. So, und dann hast du auch mal keine Lust mehr. Deswegen, jo, eigentlich wollte ich gerade los. Ja, guck mal, interessant. So, Leute, jetzt habe ich... Jetzt können Sie die Schaulustigen einmal weg. Aber ich zeige euch doch mal kurz die Münze, die ich gefunden habe. Hier nochmal eine D-Mark. Ganz cool, guck mal. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt auf Kamera gesehen hat, wie die da waren oder wie ich hier gebuddelt habe. Aber was soll's. Kommt halt immer wieder vor, ne? Okay.